Hi Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem weiteren, ich sag mal, Katakomben-Guide. Es handelt sich dabei um das Grab des heroischen Riesentöters, das man hier auf dem Weg zur Schmiede der Riesen erreicht, bevor man hier den Feuerriese bekämpft, unten quasi am Fuß, wo man den Berg hochläuft. Da müsst ihr ganz nach rechts gehen, da sind ein paar Händchen am Start, da drüber, hier drüber springen. Und dann kommt ihr hier direkt zum Grab des heroischen Riesentöters. Sieht man dann auch schon von hier hinten, wenn man da kommt. Dieses große Gebäude, ja, da muss man die Tür aufmachen, dann kann man da reingehen. Und findet hier einen Fahrstuhl nach unten. Und ich bin jetzt mal gerade hier auf Level 147, genau. Ausrüstungstechnisch habe ich hier ein bisschen was am Start, habe auch ein bisschen was gelevelt. Bin da recht zuversichtlich, dass wir hier eigentlich bestehen sollten, aber wir wissen natürlich auch, mal gucken, ob hier noch Secret kommt. Ja, dass uns hier einiges eventuell erwartet, weil es ist ja jetzt mal eher so eins der letzten Gräber, würde ich sagen. Ich weiß zwar selbst noch nicht, was kommt, aber wir betreten mal das Grab des heroischen Riesentöters. Und gehen hier, kann man schon direkt einen Steinwertschlüssel einsetzen oder zwei. Nein, man braucht tatsächlich nur einen. Durch die Benutzung zerbrochen und uns erwartet erstmal nix. Ein wertvolles Objekt. Flamme, beschütze mich. Oh, protect, protect. Erhöht die Feuerschadenresistenz deutlich. Okay, ob wir das hier jetzt schon brauchen, keine Ahnung. Ich habe noch überlegt, ob da irgendwo ein Geheimgang sein könnte. Werde ich natürlich nachher checken, wie immer, bevor ich das Video hochlade, ob es hier noch was gibt, dass wir alles gemacht haben, um euch das zu zeigen. So, den haben wir mal platt gemacht. Verborgener Pfad voraus. That's right. Cool. Dann schauen wir mal hier. Tür voraus. Ob das jetzt gut ist oder schlecht, hier lang zu gehen, weiß ich nicht. Unten Vorsicht, Trauer. Okay. Unten lang zu gehen ist zum Beispiel auch nicht so cool. Gibt uns halt die Möglichkeit, hier von oben zu kommen. Ansonsten, oh, genau. Ihr seht es hier schon an den Gegnern. Ich würde da auch schon mal die Waffe wechseln, weil hier weiß ich noch, was kommt. Was danach kommt, weiß ich nicht. Aber es ist, sage ich mal, ja, gleich schon mal eine Besonderheit, die uns jetzt hier erwartet, was wir vorher noch nicht hatten. Gut nachdenken voraus, genau. Hier kann man noch die ganzen Veilchen einsammeln oder Lilien. Veilchen sind lila. So, hier am besten schnell vorbeilaufen. Die könnt ihr so nicht besiegen. Der sieht ein bisschen komisch aus, merkt ihr schon. Dann müsst ihr sie hier in den Kreis locken, ja. Das sind drei von denen. Ach, wie heißt sie denn? So, wenn er hier im Kreis ist, er wird dann auch kurz gestunt. Den Moment solltet ihr schon mal ausnutzen zum Attacken. Also ich persönlich finde den Gegner super nervig. Da sollte man jede Gelegenheit nutzen, hier jemanden rauszuholen. Vor allem, wenn er genau diesen Angriff spammt. Ich wollte gerade sagen, eigentlich sollten es drei von denen sein. Den haben wir erledigt, der ist noch hier und der andere hängt ja noch hier oben irgendwo, oder was? Wenn sie den Kreis berührt haben, könnt ihr auch draußen kämpfen, aber sie müssen halt einmal in den Kreis. Sag mal, bist du nervig. Bleibt auch einfach stehen. Och komm. Der hittet mich jetzt noch dreimal, wenn das so weitergeht. Komm, stirb. So, ich höre hier schon irgendwelche Klingen. Hoch und runterfahren. Die Frage zuerst hoch oder erst runter. In dem Fall würde ich tatsächlich zuerst runtergehen. Es gibt sogar zwei verschiedene. Ah ne, das hier ist der Auf- und Abgang. Wir werden doch hier wahrscheinlich gleich überrascht. Ja, natürlich. Müssen wir dann auch hochlocken. Ist natürlich super nervig.
war das auch einer von den drei, die ich gemeint habe. Und hier auch, sie werden kurz gestunt, wenn sie hier den Kreis berühren und sichtbar werden. Das sollte man dann vielleicht auch gerade ausnutzen, um die Hits zu landen und sie möglichst zu erledigen. So ist das jetzt eine 9er. Ja, Elatal die 9. Sonst wäre das hier total übertrieben, hier nochmal extra runterzulaufen, wenn das eine 3er-Lili oder so gewesen wäre. Ja, der Kreis hier macht sich schon bezahlt. Was ist mit dir da oben? Du machst nur Licht. Was ist hier? Heißt Sache. Vorsicht vor Versteck. Ich dachte Vorsicht vor rechts. Gegner voraus. Hier. Normalerweise gibt es hier öfter mal so. Also die Dinger, ich sag's hier nochmal, ich sag's jedes Mal, die kann man auch per Schüsse deaktivieren. Uiuiui. Vielleicht sollte man meine Eisklinge spielen lassen, ne? Oh, oder ihn einfach ins Feuer locken. Ja, ich mach's natürlich so, wie es vom Spiel gewollt ist, weil es halt spannender ist und weil ich hier noch einen super Flammenwerfer habe, der mich hier die Gegner für mich erledigt. Aber selbstverständlich werden wir das Ding jetzt deaktivieren erstmal. Okay. Ist es deaktiviert oder spuckt hier gleich noch jemand Feuer? Wenn die hier lustig sind. Oh, okay. Ja, ich sehe schon. Hier oben kommt man wohl auch hin. Aber er fährt nur hoch und runter. Ne? Weiter fährt er nicht. Ach, oben spuckt er dann auch Feuer. Ich bin gespannt. Es kann sein, dass wir den tatsächlich wieder hochfahren müssen. Ah, jetzt muss ich hier erstmal aufpassen, dass wir nicht... Ja. Irgendjemanden auf den Leim gehen, ja. Ach komm. Ich hol gleich wieder die Klinge raus hier und mach meinen Special Attack. Wenn ihr mir hier auf die Nerven geht. Oh, und ihr seht schon, also ich habe eine ganze Menge Steinwertschlüssel über. Die können wir hier alle gebrauchen. In dem Fall auch nur wieder einen. Also gar relativ sparsam. Ja. So, hier ist schon die Stelle von eben, wo man hochschauen konnte. Würde ich sagen. Fährt das Ding noch weiter hoch? Ne, das fährt, glaube ich, nur bis hierher. Hätte ich gesagt. Man weiß es nicht. Wir werden es ausprobieren müssen. Ah. Deswegen. Also lohnt sich auf jeden Fall, das Ding hochzufahren, weil wir ahnen schon, was kommt, ja, wenn das hier so aussieht. Wir werden gleich so schwarze... Ja, ihr seht schon, hier sind sie. Ist es nur der eine? Oh, yeah. Oh, das hätte mich auch gewundert. Ja, drei geht ja noch. So, wenn sie jetzt hier sich am gestunt sein sind, während sie sich zeigen. Das Interessante ist jetzt natürlich, ja, ich kann das Ding wahrscheinlich nicht deaktivieren, ne? Oder? Doch. Perfekt. Nochmal runterfahren. Sieht man das? Ja, man kann es ahnen. Man könnte es eventuell erahnen, dass hier so ein Kreis ist. Also auf jeden Fall runterspringen mit Attacke. Nee, ich muss gar keine Attacke machen, ne? Allein der Aufprall hat gereicht, dass es hochfährt. Schädel, Kerzenständer. Was will ich mit einem Schädel, mit einem Kerzenständer? Schädelspalten oder was? Wahrscheinlich. Oh, ein Kriegshammer. Also ich weiß ja nicht, ob ihr es weiß, aber ich bin Fan von Kriegshämmern. Oh, das ist ja ein Riesenkerzenständer. Wie geil ist das denn? Und er ist auch noch super schnell. Okay, das sind eigentlich so alles die Schlagkombos. Boah. Ja. Brenne, Baby, brenne. Gespannt, was uns noch erwartet. Wie gesagt, ich bin hier sogar relativ flexibel, was Waffenwahl angeht. Den haben wir gelegt. So, wo war jetzt die Feuerwand? Nicht, dass ich voll reinlaufe. Ach so, ja, wir hatten es ja wieder deaktiviert. Da war ja was.
Und auch zur Orientierung ganz gut. So, weil dann waren wir hier noch nicht. Und da ist die nächste Überraschung. 3 Riesen und ein Hebel. Trio, ja. So, ihr seid fest auf Stein. Ihr werdet nicht aktiviert, wenn ich hier auf den Teleport gehe, oder? Auf den Fahrstuhl. Meine ich ja. So. Es geht tiefer und tiefer. Irgendwann bin ich wieder hier. Da bin ich schon. Ich wollte gerade sagen, komme ich ganz unten nochmal raus. Also war schon ein schönes Stück gelaufen, ne? Aufzug voraus benötigt, ja. Da ist wieder so ein Kreis. Aber er ist nicht aktiviert. Da ist ein Hebel. Ich ziehe einfach den Hebel. Jetzt kommt wahrscheinlich hier ein Gegner. Ja, super. Und er muss hier in den Kreis. Umso mehr Zeit für diesen Aufzug. Machen wir den halt einfach nochmal hoch. Aha, oder? Ah ne, hier ist das Licht. Er lässt für mich das Licht an. Oh, das ist aber sehr nett von dir. Wahrscheinlich kommt man von oben runter. Keine Ahnung. Wir widmen uns jetzt erstmal dem hier. Es ist zum Glück ja noch irgendwie halbwegs fair gemacht. Ja, man muss... Oh, hier hinten ist schon Bosskammer. Oh, okay. Vergesst, was ich gesagt habe von wegen halbwegs fair und so. Ja, man wird ja nicht mit dem Gegner überrascht. Man muss ja erstmal das Tor aufmachen, dann steht er noch da hinten. Man sieht hier, ob wir es, wenn man das oben schon gemacht hat, wie hier gerade, dass hier ein Kreis kommt und... Ja, wenn dann noch irgend so ein Typi den Hinweis gibt, einen Fahrstuhl... Er hat gar keinen Bock auf Nahkampf, ne? Ah, jetzt... Das hätten wir jetzt ausnutzen sollen. Du darfst bluten und ich darf sterben. Nein, wir sterben nicht. Ich sollte vielleicht nur mal ein paar Attacken ausweichen. Und nicht so hart reintanken. Auch wenn ich es mir teilweise leisten kann, aber wir wissen ja nicht, was noch kommt. Und wie gesagt, muss ja nicht sein, dass wir hier... Irgendwo hat sich eine schwere Tür geöffnet. Ah, jetzt schon. Ich wollte gerade sagen, wir wissen ja nicht, was uns beim Boss erwartet. Und vielleicht wäre es mal noch ganz nützlich, wenn wir uns irgendwie heilen können. Den Fahrstuhl, den könnte man mit Hebel ziehen. Da kann man bestimmt hier auch noch runterfahren, wenn man schnell ist. Hat hier jemand schon... Da ist, hat jemand eine Nachricht hinterlassen. Hier ist auf jeden Fall was. Hebel ziehen. Ja. Oh, der lässt sich aber wirklich Zeit. Oh, oh. Ich glaube, ich wäre besser durch die große Tür gegangen. Okay. Wertvolles Objekt voraus. Ja, dann lohnt es sich ja, oder? Kommst du ein bisschen näher? Hier zum Beispiel in den Kreis oder so? Ja? Wäre das was für dich? Hättest du an sowas Spaß? Warum er jetzt gestunt war, weiß ich nicht, aber ich nehme das gerne mit. Und schon wieder gestunt. Vielleicht bin ich auch einfach schon so kräftig scheinbar, dass ich ihn mit einem Schlag in den Stunt-Zustand versetze. Ist ja auch gut. Easy going. So. Jetzt nicht zu laut sagen sollen. Jetzt erwarten uns hier noch ein paar. Ja, komm her. Ich glaube, es ist auch das, die einzige Waffe, die ich bisher auf die höchste Stufe gebracht habe hier. Na, hat nicht gereicht zum Stunnen. Ich wollte nur mal wissen. Ja. Hoffentlich reicht's. Zack. Schön einen weggehauen. Ich habe nur noch 3 Stück zum Heilen. Ist die Frage, ob wir nochmal ganz hoch gehen oder sagen, nee, lass mal.
ziehen jetzt durch, Boss und so, easy going. Ah, mal gucken erstmal, was uns hier noch erwartet. Eine Leiter, hier ist eine Leiter, hier hinten ist eine Leiter. Es ist so eine lange Leiter. Ah, ich weiß schon, wo wir rauskommen, nämlich wo die Treppe kaputt ist, würde ich sagen. Muss ich jetzt echt den ganzen Weg hier bis zur Treppe? Gar kein Gegner, okay. Ja, hier sind wir schon. Weil es so viel Spaß macht, die Leiter gleich nochmal hochzuklettern, machen wir das so. Na gucken, ist hier ein Hebel? Natürlich nicht. Hier geht's nicht mehr mit Fahrstuhl hoch, nur noch mit Leiter. Aber hier, er hat hier Licht gemacht, das war sehr nett. So, noch ein wertvolles. Er ist es hineingestürmt. Och nö. Ich höre schon was Großes. Vorsicht vor starker Fallen. Ich nur wüsste was. Okay. Frage, ist es eher der Einzige? So, Junge. Dann komm mal her. Er schleicht sich hier auch an. Zeig dir gleich mal den Kranichtanz. So. Siegel des Riesen. Was bringt das Siegel? Bringt auch nicht mehr auf der Anrufungsskala, aber verstärkt Anrufung der Flamme der Riesen. Ich würde mal sagen, ich gucke jetzt erstmal, ob ich ihm hier eins in den Rücken stechen kann. Plumpe Person. Okay. Aua. Warum tust du mir weh? Ich habe dir noch gar nichts getan. Na ja gut, okay, ich habe ihn doch einmal getroffen. Mal gucken, was er zum Tanz der Kraniche sagt. Okay, nicht viel. Er scheint eher unbeeindruckt. Aber er macht mächtig Aua, sehe ich gerade. So, dann müssen wir den Kampf ein bisschen anders angehen. Leider gerade falsche Item ausgesucht. Hm, hallo? Oh, er kommt immer näher. Ich finde auch gerade... Ah. Was sagen? Es werde Licht. Doch, ich fand mein Item nicht. Oh, Dreifachschwung. So ein Mist. Muss mich... Ah, er kann das auch. Muss mich dann nachher darüber heilen, wenn es... Ah, mach du erstmal. Hat der Mana-Vorrat oder so? Der schert sich auch nicht irgendwie um irgendwelche Stunts oder so, ne? Unstunbar, der Typ. So. Jetzt haben wir... Oh, ich wollte gerade sagen, jetzt haben wir wenigstens Zeit, uns zu heilen, aber... Aua. Oh, nö. Jetzt brennt der noch, während der das macht. Ich hätte das, vom Anfang, ja, wo wir vor Feuer uns hier schützen können. Das hätte ich mitnehmen können. Ich buff jetzt hier erstmal ein bisschen, Junge. Danach Vollgas. Ja, die Buffs sind auch gleich vorbei, wenn ich so weitermache, ne? Gerade sagen, muss ich den nehmen? Ja. Erst mal ein bisschen Abstand und noch der dritte, ne? Ich wollte jetzt nicht noch sterben auf die letzte Sekunde. So. Gibt's irgendwie einen Bonus, Schappi oder so? Ist Belohnung? Nö, ne? Also man muss den Fight tatsächlich nicht nehmen. Ach, egal. Große Gräbertallinie. Ah, die kann man sich natürlich auch schnappen und schnell abhauen, ne? Weil ich würde sagen, wenn der einen angreift, rennt man hier rüber, sagt, tschüss, du Betrüger. Springt hier runter. Und sagt, hello boys and girls. Und dann geht's hier die Leiter hoch. Und ich würde sagen, bevor wir zum Gegner gehen, werden wir uns nochmal am Ort der Gnade bedienen und dann schnell mal hier hinrushen. Der Geheimgang macht sich hier ja schon bezahlt.
weil jetzt von oben runterspringen hier hinter den Gegnern vorbei und einfach straight zum Aufzug. Ich sagte, ich tue dir nichts, du tust mir nichts. Aha. Bist du Betrüger? Gegner ist weg, Tür ist offen. Perfekt. Jetzt mal. Oh, hier unten ist auch noch was, sehe ich gerade. Zumindest sieht es so aus, als könnte man da runterspringen. Bisschen aufpassen, weil Marikas Pfahl. Gut, dann hätten wir eben einfach sterben können. Das wäre noch schneller gegangen. Ja, also ein bisschen buff. Ah, oh, jetzt hat es gerade aufgehört. Bisschen buffen wollte ich mich eigentlich schon, ne? Nur ein wenig. So, und... Oh, Assassine der schwarzen Klinge? Nein. Ein Onyx-Fürst. Okay. Ah ne, uralter Held von Zamor. Die Amor. Ja, okay. Und jetzt Vollgas. Ich glaube, der lebt nicht lange, außer es gibt noch eine Überraschung. Das ist halt immer, ja, das... Oh. Ich gehe mal ein bisschen in Deckung. Ich habe keine Ahnung, was er hier mit dem Eis vorhat. Ich weiß, hinter gehört? Nö. Aber gerade Eis, ja, ich habe zufällig Feuer. Die Höhle hier, das Grab ist relativ tough und dann ist es im Vergleich dazu, finde ich, eher ein schwacher Gegner. Also es gibt ein Zamor-Chrom-Schwert, eine Zamor-Maske, eine Zamor-Rüstung, Zamor-Armer-Reif und Zamor-Beinwinkel. Und gibt es noch eine Truhe oder irgendwas? Nö, Hauptsache das Zamor-Set. Okay. Angeblich sind sie extrem langlebig und den eisegewindefällige Krieger sei wegen der Geschichte eingeschworene Todfeinde der Feuerriesen. Ja, die Sachen, die sind gar nicht so schwer. Das hätten wir jetzt und jetzt, genau, man kann natürlich hier rausgehen. Könnte man machen. Wir können aber auch mal noch gucken, was hier ist, wenn wir hier runterspringen. Ich würde es auf jeden Fall hier über die Seite machen, damit es nicht zu tief ist, aber es müsste eigentlich passen. Oh ja. Surprise. Ach, das ist die Stelle? Ach nö. Ach, da hätte man... Und wir sind den ganzen Weg mit dem Fahrstuhl gefahren. Also man hätte es sich auch einfach machen können. Ah, okay. Müsst ihr nur darauf achten, dass der Fahrstuhl an der richtigen Position ist, ja? Sonst hat man hier schon verloren. Also ich meine wegen dem Licht, ja? Wegen den Gegnern. Tschüss, ihr Betrüger. Ganz schön eisig da unten. Eiskeller. Schnell raus. Ja, und dann sind wir natürlich wieder hier oben. Da würde ich sagen, gehen wir hier hoch. Und haben hiermit das Grab des heroischen Riesentöters abgeschlossen. Also, haut rein, Leute, und bis zum nächsten Mal. Ciao.